Ja, hallo und schönen guten Tag hier am Stand der DVV Media Group auf dem roten Sofa zur Mittagssequenz auf dem Logistikkongress. Wir haben uns für diesen Part ein besonderes Thema vorgenommen, das hier auf allen Gängen auch diskutiert wird. Es geht nämlich um die Frage, haben wir eine technische Evolution oder eine Revolution auf der letzten Meile? Brauchen wir diese Revolution? Und da habe ich Glück. Ich habe nämlich zwei ausgewiesene Experten für dieses Thema hier auf dem Sofa. Ich darf begrüßen Arnold Schroven, der natürlich den Kennern der Branche seit Jahren, seit Jahrzehnten vertraut ist. Er ist hier in seiner Funktion als erster Vorsitzender des Club of Logistics, natürlich intimer Kenner der CAP-Branche. Und an seiner Seite Professor Volker Stich von der RWTH Aachen. Er ist der zweite Vorsitzende des Club of Logistics. Naja, es gibt einen ersten und einen zweiten, aber ich glaube, das tut den Aussagen keinen Abbruch. Lassen Sie uns doch bitte gleich in medias res gehen. Herr Schroven, die CAP-Branche, die hat natürlich wahnsinnig Glück, dass das Sendungsaufkommen enorm wächst. Das heißt also, die Geschäfte laufen gut. Man kann sich vor Aufträgen kaum noch retten. Aber bei all diesen positiven Entwicklungen muss man ja natürlich auch sagen, dass die Branche gewisse Herausforderungen dann auch auf sich zukommen sieht und sich mit diesen arrangieren muss. Wo sehen Sie da die Hauptknackpunkte? Ja, schönen guten Tag allerseits auch von mir. Ja, die Herausforderungen in der CAP-Branche sind in vielen Richtungen. Prinzipiell müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen den gewerblichen Paketen, was man B2B nennt, und zwischen den Privatpaketen B2C, wo der Konsument, die Privatperson, die Ware annimmt. Generell stellen wir natürlich in allen großen Städten erstmal Restriktionen fest, dass die Kommunen einfach mit dem Überangebot an Fahrzeugen, mit dem Stau nicht mehr zurechtkommen. Da gibt es Einschränkungen, insbesondere in den Megacities. Und Fakt ist ganz einfach, man will ja beim ersten Zustellversuch erfolgreich sein. Man muss sich ein bisschen was einfallen lassen und die Kommunikation zu dem Konsumenten aufbauen, um beim ersten Zustellversuch die Ware übergeben zu können. Die Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert und das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite eine riesen Herausforderung. Der sogenannte B2C-Bereich wächst überproportional. Wir sprechen in Deutschland bestimmt von einem Wachstum von 8%. Auf europäischer Ebene gelten diese 8% sicherlich für Westeuropa und für Osteuropa sind es vielleicht 5%. Aber ein großes Wachstum und diese B2C-Herausforderung muss eben mit den Restriktionen gelöst werden. Sie haben es angesprochen, Herr Schroven, es gibt Rahmenbedingungen, die sind in der Tat für die CAP-Branche alles andere als schön. Nehmen wir mal das Thema Dieselskandal, Feinstaubwerte in den Innenstädten. Genau das ist doch etwas, was der Branche Schwierigkeiten gibt. Und hier kommen Sie ins Spiel, Herr Professor Stich. Denn letztendlich heißt es ja, wir müssen da eine Lösung für finden. Wir müssen auch weiterhin in die Innenstädte liefern können. Meine Frage an Sie, ist die Elektromobilität hier der einzig selig machende Weg? Als Aachener müsste ich natürlich jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung von Streetscootern Ego sagen, selbstverständlich. Es gibt keine Alternative, aber es gibt immer Alternativen. Ich denke, wir müssen uns mit verschiedenen Situationen auseinandersetzen. Erstens hat die Digitalisierung dazu geführt, dass die Kleinteiligkeit dessen, was wir in Innenstädte reinliefern müssen und auch wieder rausliefern müssen, wir denken mal an Retouren, massiv zugenommen hat. Zweitens, das Thema der Digitalisierung hat eine etwas ungeduldige Generation hervorgebracht. Während wir früher noch auf ein bestimmtes Gut, Produkt durchaus gewartet haben, erwarten wir heute die Bestellung nachts am Internet und die Zulieferung zustellen am nächsten Tag. Und ob das Konzept jetzt Elektromobilität heißen muss oder nicht, das wage ich nicht zu sagen. Ich glaube aber, wir brauchen eine kleinteiligere, aufeinander abgestimmte Form des Zuganges zu Personen, Gütern und Sachleistungen. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wir hatten gestern ja auch die Diskussion hier zum Thema Diesel, dass wir ohne solche Konzepte heute die Innenstädte quasi schon verriegeln. Wir machen einen riesen Popanz um das Thema Diesel. Und haben aber keine Konzepte, die letztendlich den Kunden
denjenigen, der dort lebt, in den Mittelpunkt setzt mit seinen Bedürfnissen. Und dann ist natürlich die Elektromobilität eine gern gesehene Alternative, weil sie erfüllt einige der Anforderungen, aber nicht alle. Sie sprachen die Bedürfnisse des einzelnen Kunden an. Es ist natürlich ganz klar, dass der mittlerweile ja so verwöhnt ist vom E-Commerce. Ich möchte da jetzt nicht sagen unbedingt von Amazon. Aber es gibt Zeitfenster von einer Stunde, wie wir gestern in dem Vortrag von Christoph Käse gehört haben, plant Amazon innerhalb von 15 Minuten liefern zu können. Das heißt, wir werden also eine unglaubliche Flut von Paketen noch bekommen, die irgendwo ja auch dann distribuiert werden müssen. Letztendlich ist das aber bisher immer noch eine Aufgabe des Menschen, des Fahrers, des Auslieferfahrers. Und wenn man sich hier ein bisschen umhört, merkt man, dass das ein ziemliches Problem ist, auch für die CAP-Dienste, Menschen für ihre Aufgaben zu begeistern. Darf ich, Herr Schrofen, Sie da um ein Statement bitten? Ja, prinzipiell würde ich sagen, das wird auf herkömmlichen Wege nicht gehen, nicht funktionieren. Weil noch mehr Fahrzeuge in die Innenstädte, noch mehr Fahrzeuge dorthin zu bringen, wo die Menschen wohnen, das hat ein Ende. Man muss neue Konzepte angehen. Neue Konzepte heißt im Grunde, dass ich aus einem Einserstopp einen Mehrfachstopp mache. Und was sich in den Megacities teilweise schon bewährt hat, dass man Anlaufpunkte sucht, Paketshops genannt, Pudos genannt. Teilweise kann man es auch mit Paketautomaten lösen. Dass auf jeden Fall es auf Sicht nicht durchzuhalten ist und insbesondere mit dem Nebensatz, es darf auch alles nichts kosten, dass jedes einzelne Paket an die Haustür verbracht wird. Davon müssen wir uns verabschieden und ich sage, das ist auch keine Utopie. Wir wissen beispielsweise aus Skandinavien, wo nur noch 5% der Privatpakete an die Privatadresse geliefert werden und 95% an sogenannte Sammelstellen. Sie müssen eben eine gewisse Dichte haben, sie müssen eine hohe Servicequalität haben und dann muss die letzte Meile, insbesondere bei To-C, neu und anders organisiert werden. Denn heute ist es nur der Amazon, morgen kommt noch Alibaba, übermorgen kommt Rakuten, dann kommt noch was weiß ich, JD.com. Das wird nicht gehen und die Verantwortlichen in den Städten werden das auch nach meiner Einschätzung in den großen Städten gar nicht mehr zulassen. Nun haben Sie gesagt, man sollte die Abholpunkte bündeln. Das ist ganz klar, sowas gibt es ja. Allerdings, wo sollen die denn genau stehen in so einer Großstadt? Wo kann man denn die meisten Menschen erreichen? Muss man das in den Firmen platzieren? Muss man das an den S-Bahn-Stationen platzieren? Wo findet man denn den Platz dafür? Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also das, was Sie zum Schluss angesprochen haben, will ich zuerst beantworten. U-Bahn-Station, S-Bahn-Station, klassische Bahnhöfe sind in der Regel bereit, Lockersysteme, also große Paketautomaten aufzunehmen, wo viele Leute halt vorbeikommen und sowohl die Ware entnehmen, als auch Retouren dort platzieren können. Es gibt Lebensmittelketten, die auch bereit sind, diesen Weg mitzugehen, weil sie natürlich auch die Kundschaft davon erwarten. Und es gibt auch die ganz kleinteilige Lösung, die Shop-in-Shop-Systeme, dass man im Zeitschriftenladen, im Kiosk, wo auch immer, solche Stationen einrichtet. Wichtig ist, lange Öffnungszeiten, gute Parkmöglichkeiten oder eben gut und einfach zu erreichen. Und man braucht kompetentes Servicepersonal und es hat keiner Lust, lange in einer Schlange zu stehen. Wenn diese Rahmenbedingungen gegeben sind, werden die Punkte auch angelaufen oder angefahren, werden vom Konsumenten angenommen und entspannt den Stress auf der Last Mile doch gewaltig. Nun möchte ich aber noch mal eine Frage technischer Natur stellen, Herr Professor Stich. Ganz klar, das ist ein Konzept, was sicherlich große Zukunft hat, muss allerdings auch aufgebaut werden. In der Zwischenzeit brauchen wir aber möglicherweise eine technische Lösung, um dem Fahrermangel dann auch begegnen zu können. Haben Sie da Ideen? Es gibt eine ganze Reihe von Ideen, die man sammeln kann, die man hören kann. Man hat Protagonisten, die Ideen umgesetzt haben. Ich glaube, das Wichtige ist einfach mal den Mut zu haben, völlig anders zu denken. Weil worum geht es eigentlich? Wenn wir über die Last-Mile-Logistik reden, dann reden wir eigentlich von der Person, dem Individuum, das Bedürfnisse hat. Es muss fahren,
Es muss Besorgung machen, es will Pakete haben, ähnliches mehr. Und im Sinne dieses neudeutschen Ansatzes Customer Co-Creation hat sich eigentlich schon mal jemand die Mühe gemacht, mal dieses Individuum in den Mittelpunkt zu stellen und dann mal 360 Grad, um dieses Individuum herum zu scannen, im Sinne seines Verhaltens, was es braucht. Dann kommen mit Sicherheit einige ganz interessante Sachen zutage, die wir singulär alle kennen. Wir wissen, dass wir im Prinzip, der Großteil von uns verlässt sein Haus morgens um eine bestimmte Zeit. Ja, Big Data lassen grüßen, das können wir wunderbar auswerten in der Belastung im Verkehrsstrom. Wir wissen, dass die Fahrzeuge, die in den innerstädtischen Bereichen bewegt werden, tagsüber nicht mehr als 20 Kilometer fahren. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 Stundenkilometer. Auch das ist. Also wir wissen viele sozioökonomische und technische Daten. Und wenn man sowas mal konsequent machen würde, dann käme wahrscheinlich dabei raus, dass zum Teil das autonome Fahren eben nicht nur das autonome Fahren der Person ist, sondern auch das autonome Fahren von Paketen. Ja. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ich also einen People Mover oder einen Package Mover habe und setze dem so diese Boxen, von denen Arnold Struve gerade schon Huckepack drauf. Und dieses Gerät bewegt sich autonom durch einen Innenstadtbereich und setzt sich irgendwo ab, wo nämlich das höchste Aufkommen ist derjenigen, die das Paket haben wollen. Also er lokalisiert sich dynamisch. Auch das können wir heute machen. Künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ja, dann kommen wir in ganz neue Szenarien rein. Ich glaube, in dieses Szenario müssen wir uns alle zwingen zu denken und loslassen von der alten Denkweise, ich habe was bestellt, das Paket kommt nach Hause oder vielleicht auch in mein Büro. Dann werden ganz neue Szenarien auf uns zukommen. Und die muss man wirklich mal konsequent durchdenken. Nun stellt sich eigentlich letztendlich nur die Frage, welchen Zeitrahmen würden Sie beide sehen, bis solche Konzepte überhaupt marktreif sind. Wir haben hier eine Start-up-Passage und Start-ups sind wahnsinnig schnell. Nehmen übrigens auch Ihren Ansatz auf, dass Sie vom Kunden kommen, dessen Problem erkennen und dann für den, sagen wir mal, den Schmerz, den der Kunde empfindet, auch eine Lösung findet. So, nehmen wir mal an, in 3 Jahren haben Sie da, kann man davon ausgehen, dass es eine grundlegende Neuerung geben wird, die die Cap-Branche ändern wird. Fangen wir mit Ihnen an und dann Herr Schroven. Also erstmal ganz klare Aussage, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir reden ja hier in Deutschland von kleinen, gemütlichen Städten. Schauen Sie sich die Megacities an, die wir zum Teil noch nicht mal namentlich kennen. Ich hatte gerade die Gelegenheit, ich war in Shenyang im Norden Chinas, eine Stadt, die kaum jemand kennt, 20 Millionen Einwohner. Diese Megacities gilt es zu beherrschen und beherrschbar zu machen. Das Zweite ist, was heißt Zeit? Wenn wir so weitermachen mit dem Thema Digitalisierung, Shoppen, Kleinkleinigkeit der Pakete, dann werden wir auch hier, wie in vielen anderen technischen Bereichen, exponentielle Zuwächse haben. Und die gilt es zu beherrschen. Und die dritte Frage ist, ob wir jetzt noch lange rumexperimentieren sollten, Autonomie, Planungsverfahren, ähnliches mehr, das ist Speed, das ist Geschwindigkeit. Und wenn wir das nicht schaffen, jetzt relativ schnell durch Beispiele nach vorne zu bringen. Und da setzt ein Kritikpunkt meinerseits an. Sie reden jetzt hier mit sogenannten Experten aus der Logistikbranche. Reden Sie doch mal mit einem Bürgermeister, weil der hat das Problem, wie er bestimmte Bereiche seiner Stadt in Zukunft wird versorgen und entsorgen müssen. Setzen Sie doch mal einen Bürgermeister an die Spitze der Bewegung, weil es ist seine Stadt und der müsste uns eigentlich einladen und mit uns dieses Thema mal rundum gehen, wie will ich in Zukunft meine City fahren. Da gibt es nur ganz wenige. Zum Glück haben wir in Aachen einen Bürgermeister, der Elektromobilität genascht hat, aber da gibt es nur ganz wenige, die wirklich auch bereit sind, so zu denken. Herr Schroven, Ihr Schlusswort, haben wir diese, schaffen wir das in 3 Jahren? Ist die flinke Branche flink genug, um das zu schaffen? Also wir werden in 3 Jahren sicherlich viele Dinge umgesetzt haben. Der Prozess hat schon längst begonnen und wird nicht in 3 Jahren aufhören und auch nicht in 5 Jahren aufhören. Es gibt gute Konzepte, die sind in den Megacities heute schon etabliert. Wir haben in Deutschland im Grunde eine relativ komfortable Situation. Wir haben kein Paris, kein London und kein Mexiko in Deutschland, sondern die Rahmenbedingungen sind für die kleinteilige Güterver- und Entsorgung noch ein bisschen besser. Nur was teilweise außerhalb von Deutschland schon entstanden ist, das müssen wir teilweise kopieren und ich will das unterstreichen, was der Stich gesagt hat. Es reicht ja nicht nur, dass die Dienstleister das Thema pushen. Es sind sowohl die Händler und es sind die Kommunen, es sind die IHKs, es sind diejenigen, die Straßenkonzepte machen, die Städtekonzepte machen. Alle wissen im Grunde über die Problematik und alle haben eine Menge Input zu leisten. Und dieser Weg ist schon begonnen, wird aber noch sich lange hinziehen. Es wird eben
auch teurer werden. Also das, was man alles haben möchte, kann man realisieren, wird am Ende aber ein Stück weit Geld kosten. Aber das ist okay, finde ich. Wenn sich Infrastruktur verbessert, wenn sich die klimatischen Rahmenbedingungen theoretisch zumindest verbessern, dann hat es einen gewissen Preis. Aber ich bin da relativ optimistisch, dass wir in 3 Jahren schon sehr gute Lösungen haben und in 5 Jahren schon ganz, ganz solide Lösungen für Deutschland implementiert haben. Ja, meine Damen und Herren, und damit sind wir schon am Ende angelangt. Es ist ein ziemlich großes Rad, was hier zu drehen ist. Aber ich bin sicher, dass die Branche dieses Rad drehen wird und dass es vielleicht zum Thema Kollaboration, Zusammenarbeit über die Unternehmensgrenzen hinaus noch eine ganze Menge in den nächsten 3 Jahren dann zu sehen geben wird. Ihnen, meine Herren, möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen, und wünsche Ihnen natürlich noch einen hochspannenden und interessanten Kongress. Dankeschön. Wir haben auch zu danken. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier das Wort haben. Dankeschön.